Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Stardew Valley. Ja, und wir schauen direkt mal, was der Tag uns heute so bringen wird. Na, die Lea, die bekommt gleich mal wieder ihr Lieblingsstück Käse. Gefällt der Guten. So, gut. Genug gequatscht, wir müssen weiter. Wir suchen mal... Ja gut, wir können hier wieder was mitnehmen. Müssen wir gleich mal wieder was Neues pflanzen. So. Zack. Ich glaube, sonst war nichts weiter offen. Wir schauen mal, was der Tag heute so bringt. Ich denke mal, als allererstes wäre es schon vom Vorteil, nochmal ein bisschen was an Hotholz zu sammeln. Und dann mal gucken, wie weit wir kommen werden. So, ich werde hier erstmal schnell wieder was einlagern. Da nehme ich nochmal was mit, weil ich möchte den Zauberer mal wieder was Gutes tun. So, hier können wir auch wieder was einlagern und dann passt das auch wunderbar. Ja, das werde ich verkaufen. Und den Honig, den lagere ich erstmal. Haben wir da überhaupt was da? Ja, hier, ne? Ja, wunderbar. Lagen wir erstmal was ein, bis überhaupt mal was fertig ist. Ja, wir gucken mal. Ich glaube, hier war nichts fertig gewesen. Ich will jetzt erstmal Hartholz sammeln. Wie gesagt, ich werde jetzt nicht gezielt auf Schleimjagd gehen, so wie ich es in der letzten Folge gesagt habe, was mir jetzt noch fehlt für diesen Schleimring, weil das wird noch ein bisschen dauern. Ne? Das lassen wir so nebenbei laufen und dann werden wir schon irgendwann an den Ring kommen. Zum Zauberer gehen bringt jetzt noch nichts. Wir werden erstmal hier in Ruhe das Hartholz sammeln. Dann hat der schon bis dahin dann auf. So. Mal sehen, wie wir es schaffen, dass noch mehr uns, ja, gut vertrauen, wie auch immer. Weil wir haben ja momentan beim Zauberer viele gute Herzen. Müssen wir mal schauen, was die anderen noch so mögen. So, hier erstmal Hartholz sammeln. Da haben wir noch ein paar Trauben. Da haben wir ein nettes Schleimteil. Wird wie gesagt alles vernichtet. So, dass wir irgendwann unseren ganz, ganz liebsten Schleimring bekommen. Hab dann noch viel, viel mehr geplant, aber das kommt dann erst später alles. Ja, dürft ihr euch gerne überraschen lassen. Ich habe noch einiges geplant, was ich hier noch aufbauen will und verändern will. Aber das braucht halt alles so ein bisschen seine Zeit, ne? Oh, wir haben direkt ein grünes Schleimei bekommen. Ich glaube, das werde ich eher verkaufen, ne? Oder wir machen das drüben erstmal voll. Könnte man natürlich auch machen. So, wir trinken jetzt erstmal ein Käffchen. Wie viel Hartholz haben wir jetzt hier wieder? 15. Ja gut, wir haben jetzt eigentlich alles mitgenommen. Gehen wir jetzt erstmal zum Magier. Und geben denen seine Überraschung. Zwischendurch sammeln wir noch sämtliche Trauben. Ihr wisst, dass ich es tue. So. Ist einfach geil. Es lohnt sich auf jeden Fall. Und ich verkaufe es auch gerne. Wir haben jetzt schon wieder 69 zusammen. So, er bekommt jetzt hier seine Arcana-Energie. Seht schon hier, 7 Herzen. So, und dann geht's schon direkt weiter. Schauen wir mal. Werden wir mit nach ganz oben gehen. Ich werde mal gucken, ob wir vielleicht sogar eine Hasenpfote haben. Wir haben doch jetzt Mittag. Wenn wir also jetzt
quasi runtergehen. Aha! Lea, wie lange dauert das noch? Meine Knie zittern, meine ganzen Oberschenkel wimmern und ich spüre meinen Fuß nicht mehr. Beweg dich einfach nicht, Marni. Kein Wackeln. Hey, Patty, welchen Stil soll ich wählen? Ich bin zu allem bereit. Klassisches Länderporträt, bunte Retro-Pop-Art oder modernen Minimalismus? Ich würde beim Klassischen bleiben. Beim klassischen Look bleiben, was? Ja, ich denke, Marni wird das zu schätzen wissen. Wie geht's bei dir voran? Ja. Es ist ein Meisterwerk der bildenden Kunst. Wow, ich mag dein Selbstvertrauen. Wer weiß, vielleicht werde ich ja die nächste Lupini. Kann es kaum erwarten, es zu sehen. Lass mich gut aussehen. Schst. Weh. Vergiss nicht die Techniken, die ich dir beigebracht habe. Breite Striche, halte den Pinsel so. Da. Jetzt haben wir's. Wie, was hältst du davon? Oh. Ich liebe es. Das werde ich mir in meinem Zimmer aufhängen. Jetzt schauen wir mal, was du hast, Paddy. Es ist interessant. Es ist eine andere Art von Ansatz natürlich. Lass mich schauen. Da hängen wir uns auf. Marni, du kannst beide in deinem Zimmer aufhängen. Patty, warum behältst du deins nicht einfach? Es wäre nett, sein erstes Werk zu behalten, weißt du? Klar hängen wir uns das auf. Komm. Ey, das ist sowas von bildende Kunst. Das ist sowas von moderne. Ich guck mal, vielleicht kann ich es ja sogar eventuell, ja, vielleicht sogar. Ah ne, hier können wir es nicht aufhängen. Oh, wir haben hier sogar eine Hasenpfote. Passt ja wunderbar. Wir sammeln hier mal erstmal alles auf. He? Wir haben hier so viel rumliegen. Müssen mal die Hühner hier von befreien. Können wir nicht hier aufhängen? Wäre witzig gewesen. Gleich mal immer mal alles abschrecken, ja? Nee, wir werden das in der Wohnung aufhängen. Ganz gewiss, ganz gewiss. Es ist immerhin das erste Gemälde. Das braucht einen Ehrenplatz. Und zwar da, wo es Robin oder Lea, beziehungsweise Lea, immer wieder sehen wird. Passt doch, oder? Also, Schatz, wo hast du das geplant, dein Gemälde hinzuhängen? Na, hier! Guck doch! Passt doch wunderbar! Besser geht's nicht, bitte euch. Kunstwerk hoch 10, also das hätte keiner besser hingekriegt. So. Ja, wir verkaufen das erstmal und das erstmal und die restlichen Teile geben wir dann. Oh, Moment. Erstmal müssen wir jetzt hier rüber. So. Schon wieder eine neue Aufgabe hier hängen. Hat irgendjemand Geburtstag eigentlich? Ja, morgen ist Jodys Geburtstag. Forellenbarsch. Na gut. Ja, aber wir zeigen euch heute mal, oder ich zeige euch heute mal ein Secret. Vielleicht weiß es nicht jeder. Aber hier, wo der Julia-Markt ist, steht immer noch ein LKW von Julia. Und da ist ein LKW-Fahrer drin. Und der... Ja.
kommt diese Hasenpfote. Du hast ein besonderes Amulett erhalten, du spürst eine Glücksaura um dich herum, dein Glück wird dauerhaft erhöht. Und dieses Amulett müssen wir noch nicht mal tragen, es befindet sich im Portemonnaie. Besser wie nichts, ne? Und es wird uns auf jeden Fall helfen. Ja. Bei unseren Abenteuern. Hier haben wir wieder die Dinosaurieröl, ne? Dinosaurier-Mayonnaise. Wir brauchen auch so ein Regenbogenprisma. Kaviar. Ich weiß noch nicht, wie ich Kaviar kriegen werde. Und uralte Frucht. Da brauchen wir so eine historische Saat. Na gut. Und Wein, das ist so ein bisschen schwierig. Gut. Schauen wir auf jeden Fall, dass wir hier vorankommen. Aber dieses Amulett wollte ich noch haben. Ich würde gerne noch mal ganz kurz nach oben gehen. Und damit meine ich ganz nach oben. Hi. So, wir gehen einmal hier hoch. Und da hoch und da vorbei und da hoch und da hoch. Und haben die Szene. Oh, Paddy, ich habe auf dich gewartet. Habe ich dir jemals erzählt, dass ich mal verheiratet war? Komisch, ich weiß, für einen Mann wie mich, aber es ist die Wahrheit. Meine Ehefrau und ich waren für viele Jahre zusammen, bis ich einen Fehler gemacht habe und sie mich verließ. Ihr Wut und Missgunst waren so stark, dass sie grün anlief und begann durch die Landschaft zu fliegen und alles und jeden zu verfluchen. Also eine Hexe. Als ich davon erfuhr, versiegelte ich die Passage zu ihrem Zuhause, weil ich befürchtete, dass unschuldige Stadtbewohner ihren schwarzen Magien verfallen könnten. Aber jetzt muss der Durchgang geöffnet werden. Als wir uns trennten, stahl sie meine magische Tinte. Ich muss die magische Tinte zurückhaben. Ich würde selbst erledigen, aber ich kann sie nicht wiedersehen. Darum benötige ich deine Hilfe. Um die Passage wieder zu öffnen, benötigst du einen dunklen Talisman, sprich mit Krobus in der Kanalisation. Er sollte wissen, wo du einen finden kannst. Ich zähle auf dich. Solltest du es schaffen, meine magische Tinte zurückzuholen, werde ich dich reichlich belohnen. Darauf kommt er nie klar, dass der irgendwo wegschwebt. Und das ist die Hexe, die hier leider ja schon rumschwebt, ne? Aber das ist dem ja nicht aufgefallen. Na gut. Also, wir werden jetzt schnell mal mit Krobus reden. Ihr seht, wir haben also wieder viel zu tun. Hatte ich das Hartholz schon eingelagert? Nee, noch nicht. Gut, da werden wir dann wieder ein bisschen sammeln. Aber ich denke mal, in den nächsten Tagen wird das Kapitel dann auch abgeschlossen sein. Thema Hartholz. Weil viel dürfte ja dann eigentlich nicht mehr fehlen. Es ist halt doof, ne, weil auf meinem Hof habe ich nicht so viele Möglichkeiten mit dem Hartholz. Es sei denn, ich würde es anbauen. So. Also so Mahagonibaum anbauen, das meine ich. Aber das ist es mir nicht wert. So, das Krobus. Was sagst du? Du suchst nach einem dunklen Talisman? Hm, jetzt wo du es erwähnst, ich hatte vor nicht allzu langer Zeit einen in meinem Besitz. Unglücklicherweise habe ich ihn beim Erkunden dieses Tunnels in der weitesten Ecke fallen lassen. Die Dinge wurden darin ziemlich unschön, also habe ich mich beeilt, hinauszukommen und den Eingang zu versiegeln. Du scheinst aber ziemlich zäh, also werde ich ihn für dich wieder öffnen. Pass nur auf dich auf. Gut, dann schauen wir mal, was da so Unheimliches drin ist. Rein geht's.
Oh, Algensuppe. Alle lieben Algensuppe. Könnt ihr euch gleich merken. Ist wie mit dem Honig. Oh, Fasern. Feier ich übel. Die wachsen hier besonders gut. Hm, Käferfleisch. Oh, Platz jetzt? Nee. Ja, es war ein kurzes Leben, ne? Kann man nicht ändern. So, wir machen hier mal weiter. Das arme Fleisch, ey. Ja, die Höhle ist schon nicht so verkehrt, ne? Ich mag für allem die Algensuppe, die du hier kriegen kannst. Ich hätte selber nicht gedacht, dass die so diese Algensuppe feiern, ne? Also es sind viele, wirklich. Die sie gerne haben wollen. Da ist der Talisman. So, den haben wir jetzt mit. Müssen wir jetzt bloß zum Öffnen mit durchnehmen. Und ich brauche... weiß gar nicht, ob ich das überhaupt habe. Ich brauche ein dunkles Ei. Von einem schwarzen Huhn. Habe ich die schon gehabt? Ich glaube jetzt nicht auf meinem Hof, oder? Ich weiß gerade gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob die schon meine Hühner verzaubert hat, die Hexe. Weil wir würden zwar jetzt da hochkommen, ja, aber es fehlt was, was der Kobold haben möchte. Ja, ich greife jetzt dementsprechend weit vor, aber... ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ich weiß gar nicht, wir haben glaube ich gar keine schwarzen Hühner, ne? Nee, wir haben gar keine. Ist ja doof. Können wir uns da welche kaufen? Ich glaube nicht, ne? Vom Mani? Ich weiß es nicht. Naja, gut, egal. Müssen wir mal schauen. Also bisher hat die meine Hühner glaube ich sogar noch gar nicht weg gehabt. Weil sonst hätte ich das ja schon da gehabt. Wie dem auch sei, wir werden das jetzt erstmal öffnen. Und dann schauen wir einfach mal. Vielleicht, Moment. Da gucke ich jetzt nochmal. Vielleicht verkauft ja Krobus eins. Vielleicht sogar zwei, dass ich sogar noch eins brüten könnte, wenn das dann passen würde. Aber ich glaube, solange die meine Hühner noch nicht verhext hat, ich weiß es nicht. Hat die wirklich noch nicht verhext? Seltsam, oder? Geh mal zu Krobus. Weil der hat ja meistens solche Teile. Goldmakrele. Hier hat er so ein Schattenei. Das müssten wir jetzt für 5000 kaufen. Wir nehmen mal noch eins mit für ein Hühnchen. Ist jetzt zwar doof, ne? Dass wir jetzt extra dafür Gold ausgeben müssen. Ich weiß noch nicht, ob es eventuell... ob der das Ei gar nicht annimmt. Sondern nur die schwarze Mayonnaise. Eins würde ich jetzt brüten, eins nehme ich mit hoch. Da müssen wir einfach mal gucken. So. Ich gucke mal, ob ich hier vielleicht eventuell noch eins brüten könnte. So.
Wenn das nicht klappt, müssen wir halt einen Huhn verkaufen. Ist dann halt so, ne? Können wir es nicht ändern. So, du gehst jetzt erstmal nach oben. Ich würde sagen, wir gehen erstmal auf der andere Seite. Vielleicht sind wir da schneller oben. Weil die Zeit, die geht uns ja jetzt hier wieder flöten. Vielleicht nimmt das. Ich bin am Überlegen. Mine. So. Einmal hier rüber. Könnte jetzt halt, wie gesagt, auch knapp werden mit der Zeit. Weiß es jetzt nicht. Wäre halt schön, wenn er das schwarze Ei so nimmt und nicht ich es erst zu Mayonnaise verarbeiten müsste. Aber ansonsten müsste man das halt dann machen. So. Wo ist denn das Teil jetzt? Hat er es im Portemonnaie gehabt. Und jetzt seht ihr gleich, was ich meine. So, da haben wir ihn. Und der wird uns jetzt nicht durchlassen. Du willst vorbei, tut mir leid, dass ich das Privateigentum und... Ja, und hier haben wir jetzt Auftrag. Goblin blockiert den Weg der Hexenhütte. Es muss einen Weg geben, ihn zu bewegen. Vielleicht solltest du noch mehr Informationen über Goblins suchen. So, ich habe das in der Wiki nachgelesen, weil ich wusste nicht, was wir da brauchen. Nein. Also, wir müssen es doch erstmal zu Mayonnaise verarbeiten. Bleibt nichts anderes übrig. Gut. Machen wir das jetzt einfach mal. Ich kann es bloß immer noch nicht begreifen, dass wirklich die Hexe noch nicht unsere Hühner verhext hat. Dass ich so ein schwarzes zusammen habe. Ist mir echt neu, ja? Bin schockiert. Oder vielleicht... Nee, verkauft habe ich es auch nicht. Weiß es nicht, also... Naja, gut. Ist halt so. Können wir jetzt nicht ändern. Wir werden jetzt zumindest das hier noch schnell zu Mayonnaise verarbeiten. Ich denke mal, dann wird der passende Zeitpunkt sein, wo uns durchlassen wird. Und das wird dann spätestens, wenn wir das jetzt ansetzen, morgen sein. So. So, das bauen wir hier ein und jetzt nehmen wir mal ein bisschen... Ah, ja, mal genug Zeug, was wir verkaufen können. Jetzt nehmen wir mal ein bisschen Honig. Den verarbeiten wir heute mal. Zumindest bei denen hier oben. So, bei den unten würde ich schon gern... Oh, die Zeit. Wir müssen weg. Ah, Wein haben wir nicht. Gut, wir müssen jetzt weg. Wir müssen jetzt weg. Weg, 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 weg. Sonst wird das nichts mit der Zeit. Ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell. Gut, dass wir hier quer rüberlaufen können. Rein. Die Eigensuppe behalten wir. Das verkaufen wir jetzt. Hat keiner gesehen. Ja, den Rest behalten wir so, wie er ist. Gut. Ab ins Bett. Ab ins Bett. Ab ins Bett. 10 Minuten haben wir noch. Zack. Und schlafen gehen. So, mal sehen. Wie viel haben wir verdient? 9.965. Wollte schon sagen, das Bier haben wir ja auch verkauft, ne? Aber dafür nicht so viel an Erzeugnissen, die wir gesammelt haben. So, wie es dann hier weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Was uns auf der anderen Seite erwartet, sehen wir auch in der nächsten Folge. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mit einschaltet. Und sag schon mal bis dahin, euer Paddy und ciao.